Rund 7 Milliarden Menschen leben auf der Welt. Mehr als doppelt so viele wie noch vor 45 Jahren. Aber was wäre, wenn die Weltbevölkerung sich schlagartig noch einmal verdoppelte? Wir haben erschütternde Berichte von Chaos und Gewalt an Grenzübergängen. Die Menschen fliehen in Massen aus Mexico City. Millionen sind auf dem Weg nach Norden. Los Angeles erlebt schon seit 3 Tagen Unruhen, weil es kein Wasser mehr gibt. Werden wir genug Platz zum Leben haben? Genug zu essen? Genug Luft zum Atmen? Genug Wasser zum Trinken? Was würde passieren, wenn wir auf einen Schlag 14 Milliarden Menschen wären? Es war nicht immer so eng auf der Erde. Als die Pyramiden gebaut wurden, lebten keine 30 Millionen Menschen auf dem Planeten. 4000 Jahre später, als in London Big Ben erbaut wurde, erreichte die Weltbevölkerung erstmals die Milliardenmarke. Nur 80 Jahre später, als Mount Rushmore entstand, waren es schon 2 Milliarden. Die nächste Verdoppelung dauerte nur 45 Jahre bis zur Eröffnung des World Trade Centers 1973. Wir vermehren uns in atemberaubendem Tempo, jedes Jahr um die 10-fache Einwohnerzahl von New York City. Bei diesem Tempo verdoppelt sich die Weltbevölkerung erneut in 59 Jahren. Doch die Welt hat schon mit 7 Milliarden genug Probleme. In unserem Szenario verdoppelt sich die Menschheit noch einmal. Gleich jetzt. In New York. In Asien. Jedes einzelne Land auf der Erde ist komplett überfordert. Über Nacht platzt die Welt aus allen Nähten und steht am Rande des Kollaps. All diese Menschen brauchen Essen. Wasser. Und Platz. Unser Leben wird radikal anders sein. Die Geburt von Amerikas erstem Baby im neuen Jahr. Die Bevölkerung wird in diesem Jahr 620 Millionen überschreiten. Peking stellt sein erstes 200-stöckiges Wohnhaus fertig. Es ist über 800 Meter hoch. Nächstes Jahr sollen 10 weitere gebaut werden. Der Bürgermeister von New York genehmigt den Bau des ersten Superwolkenkratzers der Stadt. 6 Monate sind vergangen, seit sich die Weltbevölkerung verdoppelt hat. Überall gibt es einen nie dagewesenen Bauboom, um Wohnraum für die 14 Milliarden Menschen zu schaffen. Los Angeles, eingekeilt zwischen Ozean und Bergen, baut, wo es nur möglich ist. Sogar auf dem Gelände des Baseballstadions der Los Angeles Dodgers. In Manhattan bleibt nur ein Weg, nach oben.
Architekten suchen nach dem schnellsten Weg, mit dem Bevölkerungsboom fertig zu werden. Sie entwerfen und bauen die größten Wolkenkratzer der Welt, über 200 Stockwerke hoch. Diese gewaltigen Gebäude sind extrem schwer, bis zu 1 Million Tonnen. Die kolossalen Türme werden auf Felsgestein gegründet, damit sie nicht in die Erde einsinken. Einige der ersten Wolkenkratzer der Welt wurden an der Wall Street gebaut, wo der Felsgrund dicht unter der Oberfläche liegt. Nun werden sich die Häuser noch viel höher auftürmen. Klaustrophobie macht sich breit, während Milliarden Menschen auf neue Wohnungen warten. Familien leben zusammengedrängt in Motels, in Büros, wo immer sie Platz finden. Doch ein Dach über dem Kopf ist nicht das einzige Problem. Uns geht die Nahrung aus. Vor der Verdoppelung der Bevölkerung nutzte die Landwirtschaft eine Fläche so groß wie Südamerika. Um doppelt so viele Menschen zu ernähren, müssen wir riesige neue Flächen für den Anbau erschließen, fast doppelt so groß wie die USA. Als erstes sind die Wälder dran. Tausende Quadratkilometer werden für neue Farmen abgeholzt. Es dauert jedoch rund ein Jahr, bis das Land gerodet und bepflanzt ist. In Nordafrika schafft Ägypten Wasser in die Sahara, um neues Ackerland zu gewinnen. Bevor sich die Bevölkerung verdoppelte, waren weltweit Weizen- und Maisvorräte für 12 Wochen eingelagert. Inzwischen haben China und Indien ihre Getreidereserven bereits aufgegessen. 5 Milliarden Menschen hungern. Und es geht nicht nur um Getreide. Weltweit werden mehr als 240 Millionen Milchkühe gehalten. Aber eine Kuh gibt erst nach 2 Jahren Milch. Die Milchproduktion bleibt hinter der Nachfrage weit zurück. Die Lebensmittelpreise explodieren. Experten sprechen von Hyperinflation. Ein Einkauf im Supermarkt kostet im Schnitt $700. Die USA haben einen Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern. Sie exportierten jährlich 72 Millionen Tonnen Getreide, davon 45 Millionen Tonnen Mais, mehr als ein Viertel ihrer Ernte. Jetzt stoppt das Land alle Ausfuhren. UN-Delegierte greifen die Amerika-Zuerst-Kampagne scharf an. Die Hungerländer setzen mehr als je zuvor auf das Meer als Nahrungsquelle. Bis in 1,5 Kilometer Tiefe reichen die riesigen Netze der Fischtrawler. In China zieht die weltgrößte Fischindustrie jeden Monat 4 Millionen Tonnen Fisch an Land. Die Ernährung der hungrigen Bevölkerung belastet die Infrastruktur bis an ihre Grenzen. Rund um die Uhr transportiert eine wachsende LKW-Flotte Lebensmittel. Ein Drittel der Highways in Nordamerika war sowieso reparaturbedürftig. Der neuen Dauerbelastung können sie nicht standhalten. Schätzungen gehen von über 60 Toten aus, wobei noch viele Verschüttete vermutet werden. Das Verkehrsministerium lässt tausende Brücken sperren, zwecks Überprüfung. Nur 6 Monate. Und die Welt kann die dringendsten Bedürfnisse von 14 Milliarden Menschen kaum befriedigen.
Nahrung, Unterkunft. Und es kommt noch schlimmer. Es ist die größte Wohnungsnot aller Zeiten. 3 Milliarden Menschen haben keine feste Unterkunft. Über 100.000 Menschen hausen auf der National Mall in Washington, direkt vor dem Kapitol. Vorerst lehnt der Präsident eine Räumung ab. 200.000 Menschen kampieren im New Yorker Central Park auf Land, das früher eine halbe Billion Dollar wert war. Ein Jahr ist vergangen, seit sich in unserem Szenario die Weltbevölkerung verdoppelt hat. Es ist eine gigantische Krise. Überall schießen Zeltstädte aus dem Boden. In New York werden zusätzliche U-Bahn-Züge eingesetzt. Sie fahren alle 2 Minuten. Ein noch schnellerer Takt wäre nicht mehr sicher zu beherrschen. Knapp 500.000 Menschen passieren jetzt täglich den Bahnhof am Times Square. Das Gedränge ist unerträglich. Auf den Straßen versuchen Busse, des Andrangs Herr zu werden. Jeder Bus ersetzt 25 Autos. Aber das reicht nicht. Architekten stellen den Entwurf des ersten von mehreren neuen Superwolkenkratzern fertig mit 200 Stockwerken. 10.000 Menschen können in einem einzigen Häuserblock leben. Solche Superwolkenkratzer schnellen weltweit in die Höhe. Manche dieser riesigen Gebäude haben Öffnungen in der Nähe des Daches, um starke Winde hindurchzulassen. Aber in China gibt es ein Problem. Das 200-stöckige Haus stand auf einer unentdeckten Verwerfungslinie. Das Gewicht des Gebäudes löste ein Erdbeben aus. Rettungskräfte durchkämmen die Trümmer. Offiziell werden über 3.000 Tote gemeldet. Los Angeles liegt auf einem halben Dutzend großer Bruchlinien. Wegen der Erdbebengefahr haben die meisten Gebäude weniger als 20 Stockwerke, so auch die neuen Wohnungen auf dem Stadiongelände. Kaum ist das erste neue Gebäude fertig, ist es bereits überfüllt. Das Zeitalter des Einfamilienhauses ist vorbei. Die Städte quellen über vor Menschen. All die neuen Bauten haben einen Preis. Ein einziges Holzrahmenhaus kann über 100 Bäume verschlingen. Für 5 Millionen Häuser braucht man einen Wald von der Größe des Ruhrgebiets. Kahlschlag entstellt den Planeten. Und Holz ist nicht der einzige Rohstoff, der knapp wird. Das New Yorker Wassersystem ist für 4 Milliarden Liter pro Tag ausgelegt. Jetzt nutzen doppelt so viele Menschen Bäder und Toiletten. Das verdoppelt die Wassermenge, die durch das alternde Kanalisationssystem fließt. Abwässer vermischen sich mit Regenwasser. Früher liefen die Gullis in Manhattan bei schweren Unwettern über. Jetzt fast jedes Mal, wenn es regnet.
Ungeklärte Abwässer sickern in Flüsse und Häuser. Das Trinkwasser wird verschmutzt. Wegen des Mangels an sauberem Wasser brechen Durchfall und Ruhe aus. Abwasser und Müllentsorgung kommen nicht hinterher. Ratten vermehren sich prächtig in den überfüllten Städten. Die Fälle von Hirnhautentzündung und Nierenversagen nehmen zu. Dies geht auf die Weil-Krankheit zurück, eine tödliche Krankheit, die durch Ratten verbreitet wird. Amerikas überfüllte Krankenhäuser werden mit Patienten überschwemmt, die an Krankheiten leiden, die man hier seit 100 Jahren kaum gesehen hat. Cholera, Typhus, alle verursacht durch verunreinigtes Wasser. Sauberes Wasser ist das größte Problem in dieser überbevölkerten neuen Welt. Dabei gibt es viel Wasser auf dem Planeten. Es bedeckt 70% der Erdoberfläche. Aber das ist fast ausschließlich Salzwasser. Nur 3% sind Süßwasser und das meiste ist festgefroren in Gletschern und Eiskappen. Tatsächlich leben wir von nur 1% des Wasservorkommens auf unserer Erde. The city of Los Angeles would like to remind you that strict water rationing has begun. Households are limited to 55 liters a day. Meters will be checked regularly to ensure compliance. No habrá agua por un lapso entre 1400 y... Wasser, in der westlichen Welt so lange als selbstverständlich betrachtet, ist kostbar. Vor der Bevölkerungsverdoppelung verbrauchte ein durchschnittlicher US-Haushalt etwa 870 Liter pro Tag zum Duschen, Waschen und Geschirrspülen. Ein Drittel des Wassers gelangte gar nicht erst ins Haus. Damit wurde der Rasen gesprengt. Doch damit ist Schluss. In London sind 12 Millionen Menschen auf das Wasser aus der Themse angewiesen. Es wird so viel Wasser verbraucht, dass bei Ebbe große Schiffe auf Grund laufen. This is a reminder. Between the hours of 2 p.m. and 6 p.m. there will be no water. Überall in der entwickelten Welt die gleiche Lage. Weltweit werden über 4 Millionen Quadratkilometer Land für die Landwirtschaft gerodet. Ein Teil des Holzes wird für den Hausbau verwendet. Das Land wird mit neuen Feldfrüchten bebaut. Früher landeten 40% der Lebensmittel in den USA auf dem Müll. Jetzt wird jedes Körnchen genutzt, um die Menschenmassen zu ernähren. Die Bauern pflanzen neue, genügsamere Getreidesorten an. Durch Genveränderungen an Mais und Weizen brauchen die Pflanzen weniger Wasser, ob vom Himmel oder aus dem Boden. Diese widerstandsfähigen Pflanzen sind sehr gefragt. Der weltweite Bauboom belastet auch das Energiesystem ganz enorm.
In Nordamerika werden so schnell wie möglich 100 neue Atomkraftwerke gebaut. Aber sie werden erst in 10 Jahren ans Netz gehen. Die schnellste Lösung: Kohle. China nimmt pro Woche 4 neue Kohlekraftwerke in Betrieb. Die westliche Welt folgt diesem Beispiel. Um Energie zu sparen, wird rund um den Globus der Strom rationiert. Die Lichter der Großstädte verlöschen um Mitternacht. 14 Milliarden Menschen kann die Erde kaum noch versorgen. Bald werden wir schmerzhafte Opfer bringen müssen. Und auch das wird nicht ausreichen. Wegen des massiven Wassermangels wird Wasser noch knapper rationiert. China braucht dringend ausländische Hilfe. Die neuen Farmen produzieren nicht genug Nahrung. Der Ausnahmezustand wird um ein drittes Jahr verlängert. Aus dem ganzen Land wird von Zusammenstößen zwischen Polizei und Banden berichtet. 3 Jahre sind in unserem Szenario vergangen, in dem sich die Weltbevölkerung verdoppelt hat auf 14 Milliarden Menschen. Die Welt wird immer gefährlicher. Hunderte Millionen Menschen sind arbeitslos. Viele ziehen von Stadt zu Stadt auf der Suche nach Arbeit und Essen. Inflation und Wirtschaftskrise schüren Wut, Verzweiflung und Gewalt. Auf der Suche nach Essen und Wasser brechen die Menschen in fremde Häuser ein. Recht und Ordnung brechen zusammen. Der massive Ausbau des Energiesystems vergiftet die Umwelt. In China kommen 3/4 des gesamten Stroms aus der Kohleverbrennung. Smog verdunkelt die Sonne. Wieder ein dunkler Tag in Peking. Die Stadt erstickt im Smog. Aber China verteidigt den Entschluss, noch mehr Kohlekraftwerke zu bauen, um Haushalte und Landwirtschaft zu versorgen. Chinas verzweifelte Politik nimmt auch Nordamerika den Atem. Jetstreams tragen den giftigen Rauch bis nach Kalifornien. In Los Angeles trifft Smog aus Asien auf die Abgase von über 5 Millionen Autos. Die Stadt ist eingehüllt in dicke, verpestete Wolken. Und es geht nicht nur um Nordamerika. Die Smogwarnung gilt inzwischen seit 8 Tagen. Ältere Menschen und alle mit Atemproblemen sollen nach Möglichkeit in den Häusern bleiben. In London sind die Auswirkungen tödlich. 1952, während der großen Smog-Katastrophe, waren hier bis zu 12.000 Menschen gestorben. Dieses Mal ist es viel schlimmer. Der starke Smog hängt wochenlang in der Stadt. Zehntausende Londoner sterben. Und langsam gehen die Rohstoffe zur Neige. Heute gab es wieder schwere Ausschreitungen an den Wasserausgabestellen. Dort kommt es inzwischen zu Wartezeiten von bis zu 3 Stunden. Jetzt soll die Nationalgarde an den öffentlichen Brunnen für Ruhe und Ordnung sorgen. Los Angeles leidet an einem massiven Wassernotstand. Das Leitungswasser wird immer strenger rationiert. Jeder Haushalt bekommt nur wenige Stunden pro Tag Wasser. Lange Schlangen an öffentlichen Zapfstellen sind alltäglich. Los Angeles wird über gewaltige Wasserleitungen versorgt. Sie winden sich über hunderte Kilometer durch Wüsten und Berge. Das Wasser kommt aus dem Colorado River. Und L.A. ist nicht die einzige Stadt, die der Fluss versorgt. 25 Millionen Menschen in mehreren Bundesstaaten lassen den Fluss versiegen. Auch die Industrie ist in Schwierigkeiten. Um 1 Tonne Stahl zu erzeugen, braucht man mehr als 300.000 Liter Wasser. Der größte Abnehmer von Stahl war das Baugewerbe. Der Wassermangel setzt dem Bauboom ein jähes Ende. Um an Meerwasser zu kommen, wenden sich Küstenstädte wie Los Angeles dem Meer zu.
Hier glaubt man, dass nur Meerwasserentsalzungsanlagen die 20 Millionen Einwohner versorgen können. Der größte Wasserverbraucher der Welt ist die Landwirtschaft. So wie für L.A. kommt der größte Teil des Wassers für die Farmer im Westen aus dem Colorado River. Viel davon wird im Wasserreservoir am Hoover-Damm gesammelt. Aber jetzt sinkt der Wasserspiegel. Jahr für Jahr verbrauchen die Menschen Milliarden Liter mehr, als der Fluss liefert. Der Wassermangel ist nicht das einzige Problem der Landwirtschaft. Um ihre Erträge zu maximieren, verwenden die Bauern mehr Dünger und Pestizide als je zuvor. In Ägypten bricht Streit über den Zugang zum Nil aus. Die Wasserversorgung von 9 Ländern hängt von dem Fluss ab. Ägypten liegt an der Nilmündung. Das Land ist als letztes an der Reihe und bereit, alles zu tun, um die Wasserversorgung zu sichern. Schon 1994 hatte Ägypten gedroht, Dämme zu bombardieren, die den Fluss des Nil blockierten. Jetzt werden die Drohungen wahrgemacht. Diese Bilder zeigen, wie ägyptische Raketen in den sudanesischen Mirove-Damm einschlagen. Genaue Opferzahlen wurden noch nicht genannt. In Nordamerika verändert der Wassermangel das Essverhalten. Für einen normalen Hamburger zahlt man $20. Ein einziges Mastrind nimmt in seinem Leben 16.000 Liter Wasser zu sich. Weil Wasser so kostbar ist, wird Rindfleisch zu einem Luxus, den sich nur wenige öfter im Monat leisten können. Und Fisch ist keine Alternative. Bis zu 40 Haifischarten sind jetzt vom Aussterben bedroht. Thunfische und Heringe sind fast vollständig verschwunden. China erklärte die geplanten Schließungen von Fischereien für undurchführbar. Die Bevölkerung hungert. Weltweit sind ganze Fischarten fast gänzlich ausgestorben. Um den Verlust auszugleichen, wachsen die Aquafarmen schneller als je zuvor. Millionen von Fischen werden hier gezüchtet. Aber das reicht nicht annähernd aus, um die Welt zu ernähren. Hungernde Massen strömen in die nahrungs- und wasserreichsten Länder. Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Weiße Haus einen vollständigen Einwanderungsstopp verkündet. Die Polizei soll Ausweise überprüfen, um illegale Einwanderer zu stoppen. Was als kleines Rinnsal beginnt, wird bald zu einer Flut. Rund um die Welt macht sich Verzweiflung breit. Die Gewalt nimmt zu. Nahrungsmittel sind knapp. Und bald wird die Landwirtschaft vollständig ausfallen. Die UN haben Zentralafrika zum Katastrophengebiet erklärt. 30 Millionen sogenannte Wasserflüchtlinge sind unterwegs. Die neuen Wohnungen in Manhattan mildern die Abhängigkeit der Stadt vom Wasser. Aber andere Baustellen sind weit im Rückstand. Vor 7 Jahren hat sich die Weltbevölkerung auf 14 Milliarden verdoppelt. So unser Szenario. Die Zeltstadt im Herzen New Yorks ist fast verschwunden. Aus dem Central Park ist ein Wald von Megawolkenkratzern und Baustellen geworden. Aber weil es zu wenig Wasser und Strom gibt, dauert es Jahre länger, bis die neuen Gebäude fertig sind. Bauen rettet uns nicht aus der Krise. Die Gebäude sind für äußerste Effizienz ausgelegt. Regenwasser wird für Klospülungen benutzt und das Wasser wieder aufbereitet, was die Kanalisation der Stadt entlastet.
Gärten auf Häuserdächern kühlen das Gebäude. Man braucht weniger Klimaanlagen. Und sie liefern sogar frisches Gemüse für die Bewohner. Auch auf den Straßen ändert sich das Leben. Nach Jahren endloser Verkehrsstaus wurde New York City zur autofreien Zone erklärt. Pendler müssen ihre Autos stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das letzte Mal war Manhattan in den Tagen nach dem 11. September für Autos gesperrt worden. Nun gehören die Straßen dauerhaft den Fußgängern, Fahrrädern und Bussen. Auch die Energieerzeugung hat sich verändert. Um Strom für 620 Millionen Menschen produzieren zu können, haben die USA Dutzende von Atomkraftwerken gebaut. Einige davon sind jetzt am Netz. Aber trotz des enormen Aufwands wird insgesamt nur 25% mehr Strom produziert. Zum Ausgleich werden Ressourcen genutzt, die die Natur kostenlos bereitstellt. Hunderte Quadratkilometer der Wüste in Arizona sind mit gigantischen Solarkraftwerken bedeckt. Andere Länder machen sich den Wind zunutze. Aber man braucht 10.000 Windräder, um Strom für 10 Millionen Haushalte zu erzeugen. Und es gibt Tage, an denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Der größte Teil dieser neuen Energie wird in den Städten verbraucht. Im versmogten L.A. leben 2000 Menschen in so einem Hochhaus. Sie verbrauchen nur halb so viel Strom wie Menschen, die in Einfamilienhäusern wohnen. In einer Welt mit mehr als 14 Milliarden Menschen sind Städte das beste Konzept. Aber das größte Problem in L.A. ist und bleibt das Wasser. Los Angeles hat ein Dutzend Meerwasserentsalzungsanlagen eingerichtet. Aber der Strom, den sie verbrauchen, treibt den Wasserpreis in die Höhe. Auch der Transport von Wasser ist teuer. Wasser ist schwerer als Öl und muss aufbereitet werden, bevor man es trinken kann. Der Wassermangel ist auch auf dem Land stark zu spüren. Die Landwirtschaft im Mittleren Westen beruht auf dem Wasser eines ausgedehnten unterirdischen Sees, dem Ogallala Aquifer. Er ist ungefähr so groß wie Kalifornien. Das Wasser wird aus der Tiefe nach oben gepumpt. Der See wird seit Millionen von Jahren von Regenwasser gespeist, das im Boden versickert. Aber jetzt, nach nur 7 Jahren mit doppelt so vielen Menschen, laufen die Pumpen, die das Wasser aus dem Ogallala nach oben holen, langsam trocken. Manche der neuen Getreidearten, die die hungernde Welt ernähren sollten, gehen ein, weil sie nicht genug Wasser bekommen. Immer häufiger wird in Bauernhöfe eingebrochen von verzweifelten Menschen, die auf der Suche nach Essbarem sind. Nicht nur amerikanische Farmen sind betroffen. Bewässerung macht fast 2/3 des weltweiten Wasserverbrauchs aus. Jetzt sinken die Grundwasserpegel überall. Auch viele Städte sind auf Grundwasser angewiesen. Mexico City hat jetzt 36 Millionen Einwohner. Die Stadt ist überfüllt und aufgeheizt. Die Bewohner bekommen ihr Wasser aus einem riesigen Grundwasserspeicher direkt unter der Stadt. Die Leitungen, die das Wasser nach oben pumpen, sind undicht.
Gebäude stürzen ein, weil die Fundamente ausgewaschen werden. Die größte Kathedrale in Mexico City ist heute eingestürzt. Der Boden hatte plötzlich nachgegeben. Bis zu 200 Menschen wurden unter den Trümmern begraben. Hier ist es nicht mehr sicher. Mexico City wird langsam zur Geisterstadt. Und diese Stadt ist nicht die einzige. Überall auf der Welt werden ganze Länder unbewohnbar. Zu viel Umweltverschmutzung, zu wenig Wasser. Eine Völkerwanderung beginnt, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Es handelt sich um die schwerste humanitäre Krise der Geschichte. Sogenannte Wasserflüchtlinge suchen. Millionen Menschen sind unterwegs. Weltweit sind die Grenzübergänge verstopft von verzweifelten und hungernden Menschen. Am dringendsten brauchen sie Wasser. In unserem Szenario sind 10 Jahre vergangen, seit sich die Weltbevölkerung verdoppelt hat. Hunderte Millionen Menschen verlassen ihr Zuhause. An der Küste vor Los Angeles sind viele der Entsalzungsanlagen verwaist. In der einstigen 20-Millionen-Stadt mussten wegen der Wasserknappheit zahlreiche Unternehmen schließen. Die Wohnhäuser, die nach dem Bevölkerungsboom gebaut worden waren, sind verlassen. Der kalifornische Traum ist ausgeträumt. Er speiste sich aus den riesigen Wasservorräten des Colorado River. Jetzt sind sie fast leer, erschöpft von zu viel Landwirtschaft und zu vielen durstigen Städten. Die Bauernhöfe, auf die die Welt einst hoffte, haben kein Wasser mehr. Den Farmern bleibt keine andere Wahl, als wegzuziehen. Sie schließen sich einem wachsenden Flüchtlingsstrom nach Norden an. Ihr Ziel? Wo auch immer es Wasser gibt. Und Hoffnung. Aber die Reise ist gefährlich. Es ist riskant, unterwegs Wasser zu trinken. Tümpel und Wasserläufe sind voller Pestizide und Düngemittel von den Feldern. Laut Berichten aus dem Land kostet 1 Liter Wasser inzwischen bis zu $7.50. Das Landwirtschaftsministerium erklärte, dass die Grundwasserpegel einen historischen Tiefstand erreicht haben. Wasser ist inzwischen wertvoller als Öl. Um zu überleben, braucht jeder Mensch etwa 2 Liter Wasser pro Tag. Wenn wir länger als 1 oder 2 Tage weniger trinken, beginnt der Körper auszutrocknen. Wir lassen kein Wasser mehr, schwitzen nicht mehr. Wir werden wirr und orientierungslos. Wenn wir nicht bald an Wasser kommen, sterben wir. Weltweit ist immer mehr Wasser verunreinigt. Flüsse schwemmen Chemikalien in den Mississippi und von dort in den Golf von Mexiko.
Durch den Dünger entstehen Algenblüten an der Wasseroberfläche, die sich über hunderte Quadratkilometer erstrecken. Wenn die Algen absterben, entziehen sie dem Wasser Sauerstoff. Die Folge ist eine auf dem Wasser treibende Wüste. Fische können hier nicht atmen, Pflanzen nicht wachsen. Ein Kreislauf von Verschmutzung, Verseuchung und Tod breitet sich über den ganzen Planeten aus. Extrem intensive Landwirtschaft hat das Land zerstört. In Afrika breitet sich die Sahara nach Süden aus. Milliarden Tonnen Sand zwingen 100 Millionen Menschen zur Flucht. In Nordamerika ziehen die Wasserflüchtlinge zum größten offenen Süßwasserreservoir der Welt, zu den großen Seen. Sie entstanden vor 12.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit. Das Wasser blieb zurück, als die Gletscher schmolzen. Jetzt sind Millionen Menschen auf dem Weg zu ihren Ufern. Chicago, Detroit und Toronto platzen aus allen Nähten. Es gibt noch andere Süßwasserquellen. Zwei Drittel des Süßwassers der Erde sind gefroren, als Polar- und Gletschereis. Am Nordpol sprengen einige Staaten mit Dynamit Eisbrocken ab. Sie werden zu Küstenstädten geschleppt, unter anderem nach San Francisco und New York. Aber die Millionen, die aus dem trockenen Süden an die großen Seen geflohen sind, leben unter schwierigen Bedingungen. Weitläufige Zeltstädte und Barackensiedlungen wachsen an den Rändern der Ballungsräume wie Chicago und Toronto. Die Verdoppelung der Weltbevölkerung hat zur größten Völkerwanderung in der Geschichte unseres Planeten geführt. Der größte Zusammenbruch wird bald folgen. Die weltweiten Volkszählungen sind ein Schock. China hat noch kaum mehr als 700 Millionen Einwohner, weit entfernt von den 2 Milliarden vor 30 Jahren. In Afrika ist die Bevölkerung in diesem Jahr nicht zurückgegangen, zum ersten Mal seit dem sogenannten großen Hunger, als in einem Jahrzehnt 1 Milliarde Menschen starben. Die USA gaben heute bekannt, dass die Bevölkerung knapp über 150 Millionen liegt, nach dem Rekordhoch von mehr als 600 Millionen. In unserem Szenario sind mittlerweile 35 Jahre vergangen, seit sich die Weltbevölkerung verdoppelt hat. In der Nähe großer Seen sind die Städte explosionsartig gewachsen, auf bis zu 35 Millionen Einwohner, die in dicht gedrängten Megawolkenkratzern leben. Nachts leuchten diese Megastädte. Aber der Rest von Nordamerika ist fast vollkommen dunkel. Ehemals florierende Städte sind verwaist. In Europa, Asien und den USA ist die Wirtschaft an allen Orten zusammengebrochen, die nicht am Wasser liegen. In großen Teilen des Mittleren Westens liegen die Felder brach, weil es dort nicht genug Wasser gibt. Diese Farmen waren auf Wasser aus dem unterirdischen Ogallala-Grundwasserreservoir angewiesen. Nach den 30 Jahre langen Bemühungen, doppelt so viele Menschen zu ernähren, ist es fast ausgetrocknet.
Schnee und Regen füllen den Grundwasserspeicher langsam wieder auf. Aber es wird noch Jahre dauern, das zu ersetzen, was sich die Menschen genommen haben. Milliarden sind verhungert, gnadenlos konfrontiert mit der Grenze dessen, was die Erde aushalten kann. Nach 35 Jahren des Rückgangs hat sich die Weltbevölkerung schließlich stabilisiert. Sie ist auf 4 Milliarden gesunken. Jetzt beginnt das Comeback der Natur. In den Meeren erholen sich langsam die Fischbestände, die wir fast ausgerottet hatten. Wälder erobern langsam das Land zurück, auf dem sie wuchsen, bevor die ersten Siedler kamen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten fließen die Flüsse in vielen Ländern wieder ungehindert, ohne Dämme und ohne dass Wasser für Städte und Bewässerung abgezweigt wird. Die Staubecken des Colorado River beginnen sich wieder zu füllen. Dies war ein Gedankenspiel, ein Blick auf eine düstere, mit Menschen überfüllte Welt. Aber schon jetzt hungern Millionen, Städte platzen aus allen Nähten und die Armut nimmt zu. Das alles wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch schlimmer. Manche glauben, dass die Erde bereits an der Grenze dessen ist, was sie ertragen kann. Und unsere Bevölkerung wächst weiter.